richtigen Augenblick holt. Das wäre jetzt auch gerade ein bisschen merkwürdig, liebe Leute. Wir warten einfach mal hier im Tunnel. Und warten noch immer, bis die Drohne irgendwann einfach mal weg ist. Und man selber dann wieder keine Ahnung hat, wo die Gegner spawnen. Das ist richtig, so schön mit einer Konterdrohne, da macht Call of Duty ja wieder viel mehr Spaß. Ist richtig, ich weiß noch nicht, wie ihr spielt, aber ich persönlich bin ein Spieler, der sehr viel auf die Karte guckt. Dann haut man aber jetzt schon mal den zweiten Geist wieder raus. Und dann versucht man irgendwie noch schnell den Hater wieder zu erreichen. Und dann hat man wieder das Gefühl, man sieht Geister. Weil hier eigentlich hätte ein Gegner sein müssen. Und der auf einmal weg ist. Und dann spawnen wir schon wieder drüben, dann muss ich wieder hier hinrennen. Und dann spawnen wir da auf einmal wieder und dann weiß man echt nie, wo man hinrennen muss. Irgendwo spawnt auf jeden Fall einer, mehr weiß man nicht. Mehr als dass da auf jeden Fall jetzt einer gespawnt ist, kann man nicht wissen. Und dann haut man die Konterdrohne raus, während der Hater kommt. Und dann denkt man sich, könnte er nicht 2 Sekunden lang früher, wirklich nur 2 kleine Sekunden früher den Hater abschießen können. Die Konterdrohne, Entschuldigung. Weil dann hätte man jetzt wieder nicht das Problem gehabt, ja cool. Dann hätte man auch wieder nicht das Problem gehabt, ja cool, ich komme mit der Marshall entgegengerannt. Jetzt muss ich dir richtig auf die Nerven gehen, mit dir mit der Marshall in die Fresse schießen. Weil ich nichts anderes in meinem Leben gelernt habe. Ich selber spiele ab und zu die Eier. Apropos, ich habe die Schlagringe gestern gezogen. Nur mal so nebenbei. Richtig scheiß Waffe. Liebe Leute, ich sehe heute nur noch Geister. Nehmt mal nur noch schnell hier diese Marke mit. Weil man wieder am Verlieren ist. Dann holt er auch den Ripper raus. Und Rip hat einen eiskalt. Also liebe Leute, das sind eiskalte Menschen. Die einen einfach in die Fresse rippern. Man weiß mal nicht, wo er jetzt dahin gelaufen ist. Ob er jetzt gerade noch nach Edeka gegangen ist. Um sich Müsli-Riegel zu kaufen. Oder aber doch noch ein bisschen spielen möchte. Und wie viele Leute spielen eigentlich heutzutage mit dem Ripper? Das möchte ich echt gerne eigentlich nochmal wissen. Jeder rennt ja nur noch mit dem Ripper rum. Ja, ich bin auch einer, aber früher war das nicht so. Früher war alles anders.
Und er steht da wieder doof rum und denkt, er ist ein Texas Ranger. Er denkt auch, er wäre Chuck Norris und hängt da mit seiner schwulen Marschlurm. Und meint, einen sie dann durch die Fresse schieben zu müssen, ey. Ja, hier weiß man jetzt eh wieder schon, man darf hier nicht rein. Dann spielen die ganzen Noobies wieder hier mit ihrer... Oh, wir müssen hier Schwebeladung spielen. Schwebeladung ist schon was Geiles. Sie denken sich aber, die Schwebeladung ist schon geil. Ich kann nämlich nichts anderes erreichen. Deswegen, oh ja, eine Schwebeladung, das wäre es jetzt, wa? Und da, das ist die scheiß Shadowklaube zweihändig oder was? Können sie jetzt gar nichts mehr anderes? Außer diese schwulen One-Shot-Sachen zu spielen. Die eh schon so noobig sind, ohne Ende. Und dann verliert man sogar noch das Spiel. Mit 85,99. Obwohl man die 41,9 hat. Aber ja, naja, Leute. Ich hoffe, es hat euch immerhin noch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal ein. Und einen schönen warmen Tag noch.